Also wir haben also erstmal den Arzt gefragt, was ist dein Painpoint? Und nicht ihm gleich sagen, guck mal, wir haben uns irgendwas überlegt, das ist doch die Lösung, die du brauchst. Und er dann sagt, nee, ich brauche was ganz anderes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute, ja, wie so häufig in der letzten Zeit, mal wieder ein Digitalisierungsthema. Und zwar geht es heute um das Thema elektronisches Rezept. Ich spreche mit dem Gründer von Erixa. Und zwar ist das der Stefan Odenbach. Und es ist ein sehr spannender Weg eines jungen Mannes, der ja eigentlich auch nicht aus der Medizinbranche kommt, wie er uns gleich verraten wird, sondern der einfach eine Leidenschaft gefunden hat und der auch sehr viel Spaß daran hat, die Patientenversorgung vor Ort zu verbessern. Und da geht es ihm eben auch darum, dass er die ambulante Versorgung insofern stärkt, weil er eben mit dem elektronischen Rezept sich nicht an irgendeinen Internetanbieter hängt, sondern er möchte insbesondere die Apotheke vor Ort stärken. Er hat über 6.000 beziehungsweise bald 8.000 Apotheken in seinem Portfolio, die mit dem elektronischen Rezept arbeiten können, das er da anbietet. Er beschreibt sehr, sehr eindrucksvoll und sehr einfach vor allen Dingen die Möglichkeit als Arzt und Patient, sich mit dem Thema E-Rezept auseinanderzusetzen. Und wir sprechen auch darüber, welche Bedeutung das für die ambulante Versorgung und auch für die Patientenversorgung natürlich zu tun hat. Bevor wir aber weitermachen im Business Talk Podcast, möchte ich Stefan Odenbach noch mal kurz persönlich vorstellen. Er ist, wie er selber sagt, diplomierter Wirtschaftsinformatiker, MBA. Und ist selber chronisch von einer Krankheit betroffen, die ihn natürlich, also er ist Asthmatiker, wie er selber auch sagt in dem Podcast. Und das hat ihn dazu bewogen, eben auch seinen Weg für die Medizin da zu finden. Er ist seit 2016 selbstständig mit seiner Firma, eine PSO, das ist die Prima Smart Office GmbH aus Ravensburg, und hat sich eben vor 2 Jahren im Rahmen seiner Doktorarbeit, die er zurzeit noch schreibt, mit dem Thema, dem unabhängigen E-Rezept, Erixa, auseinandergesetzt und hat das weiterentwickelt. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder, die 6 und 8 sind. Auch darüber sprechen wir kurz. Er hat sich einen, wie er auch gerade selber sagt, Corona-Hund angeschafft und hat also einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert. Und er sieht sich selber so ein bisschen als den Robin Hood im Bereich der Digital Health, da er sich selten mit dem zufrieden gibt, was es schon gibt. Und er versucht eben, die Wege neu zu gehen und Lösungen out of the box zu finden. Interessantes Interview mit einem Selfmade-Man, der sicherlich in der Branche noch einiges bewegen wird. Freut euch drauf auf das Interview mit Stefan Odenbach von Erixa. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Jetzt habe ich gerade nach einer schönen Einleitung gesucht und mein Gast hat mir gesagt, ich soll einfach Mr. E-Rezept sagen. Und das tue ich auch. Herzlich willkommen im Business Talk Podcast, Stefan Odenbach. Hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute. Wir haben auch auf eine andere Art und Weise noch miteinander zu tun. Können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal das ein oder andere zu sagen. Stefan, ich freue mich sehr, dass du den Weg in den Business Talk Podcast gefunden hast. Wir sprechen heute über das Thema E-Rezept tatsächlich. Aber bevor wir da loslegen und mal in die Tiefe gehen und auch mal deutlich machen, was bedeutet das tatsächlich für den niedergelassenen Arzt und welche Vorteile hat es tatsächlich, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, kommt die Einstiegsfrage, die ich anfangs immer stelle. Wer ist Stefan Odenbach? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich bin, dieses Jahr werde ich 40 Jahre alt. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und einen International Master gemacht, ein MBA. Bin seit über 18 Jahren in der IT-Branche unterwegs, habe da für Großkonzerne Digitalisierungsstrategien entwickelt und bin da auch selber, sagen wir, in der Gesundheitsbranche ziemlich verbandelt. Ich bin seit 33 Jahren Asthmatiker und von da, wie gesagt, sehe ich das Ganze nicht nur aus dieser Anbieterbrille, sondern vor allem auch aus der Patientenbrille. Mhm. Viele Dinge, da haben wir auch kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, die uns da vereinen sozusagen. Also
Auch das Thema Gesundheit, eigene Gesundheit spielt ja eine große Rolle bei. Jetzt bist du Unternehmer, kommst nicht unmittelbar aus der Gesundheitsbranche, hast aber mit der Gesundheitsbranche natürlich zu tun, hast dich da eingearbeitet. Du bist aber nicht nur Unternehmer, du bist auch Familienmensch. Ja? Du bist Familienvater. Aber vielleicht erzählst du das einfach mal. Wie sieht deine Familie aus? Genau, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Mit 8 und 6, ein Junge und Mädchen. Und von da, wie gesagt, jetzt auch während Corona, das Thema Homeschooling und ja auch generell natürlich schwierig, Social Distancing für die Kinder, die natürlich gerne lieber mit ihren Freunden auf dem Fußballplatz kicken oder zum Skifahren gehen. Und ja, das ist natürlich jetzt gerade für Familien eine ziemlich harte Zeit, auch mit Homeoffice und so weiter. Und ja, aber wir machen das soweit gut und machen das Beste draus. Von daher, wie gesagt, geht's uns gut. Ja, sehr schön. Ich habe sogar gelesen, das hast du auch gesagt, ihr habt eure Familie noch erweitert über einen, meine Frau sagt in dem Zusammenhang immer, das letzte Kind hat Fell. Ihr habt euch noch einen Hund angeschafft, ja? Ja, tatsächlich. Wir haben uns einen sogenannten Corona-Hund zugelegt. Mhm. Es ist tatsächlich so, wir haben das über eBay Kleinanzeigen. Also in unseren Köpfen war schon immer, dass wir gerne mal einen Hund hätten. Und ja, im normalen Business vor Corona war das irgendwie nicht möglich, auch mit 2 Kindern und so weiter. Und gedacht, okay, jetzt erstmal das eine regeln. Und dann kam Corona und alle Fitnessstudios haben so weniger Sportvereine. Und dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen gesehen, dass eine junge Familie beziehungsweise eine alleinerziehende Mutter mit einem kranken Kind diesen Hund eben hatte, der war gerade mal 1,5 und den eben aus den Gründen abgeben musste, weil das Kind jetzt einen Schub bekommen hatte und dann auch ins Krankenhaus musste und der Hund dann alleine war. Und wir dann im Prinzip diesen Hund adoptiert haben, wie man so schön sagt, adopt, don't shop. Also sprich einen Hund, wie gesagt, ja aus dem Tierschutz und nicht irgendwo aus der Retorte quasi aus der Zucht. Und ja, für mich war das auch wirklich Thema. Ich trage natürlich auch so einen Fitness-Tracker von Garmin, habe einfach gesehen, okay, meine 10.000 Schritte seit Corona, Lockdown, Homeoffice bin ich weit, weit entfernt. Und durch diesen Hund tatsächlich, wie gesagt, klar, da muss ich halt 2 bis 3 Mal am Tag raus mit ihm und habe dann auch tatsächlich das oft genutzt, dass ich irgendwelche Telcos hatte, wo kein Video notwendig war, dass ich dann wirklich beim Spazieren mit dem Hund diese Telcos gemacht habe, eine Stunde draußen war in der frischen Luft und dann auch wirklich meine 10.000 Schritte gemacht habe. Also von daher macht der Hund nicht nur Spaß, sondern auch tatsächlich ist auch für das Fitness und das allgemeine Wohlbefinden sehr guter Benefit sozusagen. Ja, sehr schön. Du hast das im Grunde super zusammengefasst. Also auf der einen Seite natürlich das, was uns alle gerade beschäftigt, der Lockdown und jetzt, du hast die familiäre Situation angesprochen, 2 Kinder, die sich wahrscheinlich jetzt auch freuen, nochmal ein bisschen Abwechslung zu haben und gleichzeitig natürlich auch rausgehen zu können mit dem Hund. Und dann verbindet man natürlich als Unternehmer das Ganze auch immer mal gern mit einer sportlichen Abwechslung. Ist das wichtig für dich, Sport zu treiben? Du hast ja auch früher immer viel Sport gemacht. Ist das ein Ausgleich so als Unternehmer, gerade wenn man in der IT-Branche unterwegs ist und natürlich zwangsläufig auch viel im Büro bleibt? Ja, definitiv. Wie gesagt, dieser sportliche Ausgleich generell als Unternehmer natürlich, wie heißt es immer so schön, selbst und ständig. Das ist natürlich gerade auch als Startup in der Anfangsphase immer ein Thema. Und da kommt natürlich der Sport auch manchmal zu kurz. Ich bin begeisterter Volleyballspieler. Im Sommer im Sand, Winter in der Halle und klar, durch Lockdown ist das alles jetzt gecancelt und das ist natürlich schon ein schöner Ausgleich, gerade an der frischen Luft in der Natur und man muss ja nicht immer gleich den ganz harten Sport machen und da 200 Kilometer Radfahren oder Joggen gehen, Marathon, sondern einfach das gemütliche Spazieren und wir haben einen sehr aktiven Hund, der zieht auch ganz ordentlich, also von daher ist da auch ein bisschen ja Kraftsport mit dabei und mehr als nur Spazieren, sondern schon ja ordentliches Walking, sag ich mal. Und ja, das macht einfach Spaß, wie gesagt, mit dem Hund. Und ja, wie gesagt, ist wie ein Kind. Die ist jetzt 2, unsere Layla. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, super. Sehr, sehr gut. Jetzt ist dieses ganze Thema Selbstständigkeit ja etwas, was einem nicht unbedingt in die Wiege gelegt wird. Also die Frage danach, oder vielleicht doch, also das kann ja auch sein, dass man ein bisschen vorgeprägt ist, dass die Generation vorher, sprich die Eltern oder Großeltern, irgendwas mit dem Thema schon zu tun hatten. Wie war das bei dir? Wie bist du in Anführungsstrichen sozialisiert? Als Unternehmer oder eher in Richtung Angestellten-Dasein? Und wenn das so ist, wo kommt dein Engagement für das Thema Selbstständigkeit her? Ja, also ich habe das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Also ich komme aus keiner Unternehmerfamilie oder aus einer Dynastie, sondern tatsächlich aus einem gesunden Mittelstand im Prinzip. Mein Vater war immer Angestellter in verschiedenen Branchen, auch viel im Vertrieb tätig, aber wie gesagt, immer alles im Angestelltenverhältnis. Ich
bin das dritte Kind in der Reihe, bin auch ein Nachzügler. Mein Bruder ist 10 Jahre älter und habe noch eine Schwester, die 2 Jahre älter ist. Und irgendwie hatte ich auch schon im Kindergarten so den inneren Antrieb, also wirklich von mir aus, dass auch die Kindergärtner immer gesagt haben, also komisch, den Stefan muss man irgendwie nie sagen, hier willst du nicht mal das spielen oder mach mal das, sondern der kommt rein schon im Kindesalter und weiß genau, was er will und was er macht und fängt dann an, selber Lego zu bauen und die anderen zieht er auch damit mit und haben dann auch keine Langeweile, also das war schon immer quasi in mir drin. Und ich war, wie gesagt, 10 Jahre lang im Angestelltenverhältnis auch im großen Konzern und wenn man dann sieht auch mit dem ganzen Compliance und diese Hierarchien und man muss dann irgendwie für einen Antrag, wenn man einen neuen Bleistift braucht, 3 Meetings und 5 Anträge ausfüllen. Das macht halt auf Dauer einfach keinen Spaß, wenn man Anfang 30 ist. Und deswegen habe ich auch nochmal berufsbegleitend, was ja auch mit Kindern nicht ganz so einfach ist, dann auch nochmal studiert und ein MBA draufgesetzt auf meinen Bachelor, weil ich immer gesagt habe, ich möchte ins Management, ich möchte in die Führungsriege, entweder im Konzern, weil das natürlich als junger Mensch dann nicht ganz so einfach ist, wenn der Chef gerade mal 5 Jahre älter ist, da dann im Prinzip schneller aufzusteigen, habe ich gesagt, okay, ich hatte eine tolle Zeit jetzt im Konzern, viel gelernt, aber ich möchte jetzt tatsächlich das auf eigene Verantwortung, auf eigene Rechnung auch quasi mit der eigenen Strategie und Vision dann umsetzen. Und dann habe ich mich tatsächlich dann 2016 selbstständig gemacht, als erstmal Alleinunterhalter, als Berater sozusagen. Und so ist es jetzt über die letzten 5 Jahre immer weiter gewachsen, dass auch Kooperationspartner hinzukamen. Mhm. Ich finde diesen Weg ja immer deshalb so spannend, weil das ein schönes Zeichen dafür ist, dass da vieles geht, wenn man vielleicht die Motivation oder auch den Mut hat, einfach Dinge mal in die Hand zu nehmen und umzusetzen. Ich meine, du beschreibst es gerade, du hast eine Familie, also auch Verantwortung, du hast jetzt viele Kooperationspartner, du hast, da sprechen wir jetzt ja gleich drüber, eine Firma entwickelt, die auch noch viel, viel mehr macht, als nur in Anführungsstrichen das E-Rezept, wobei die Herausforderung E-Rezept ja auch schon ziemlich groß ist. Deshalb ist dieser Weg immer so spannend, dass also wenn man tatsächlich mutig ist und Dinge in die Hand nimmt und auch vielleicht die Möglichkeit nicht ausschließt, auch mal einen Fehler zu machen, das auch akzeptiert, dann kann man da weiterkommen. Das ist natürlich für die Mediziner, die hier zuhören, auch immer sehr, sehr wichtig, dass das natürlich in allen Branchen so ist. Auch wenn der ein oder andere Mediziner natürlich gerne Fehler vermeiden würde, was im Umgang mit Patienten natürlich immer noch vielleicht mal ein anderer Zusammenhang ist. Trotzdem, dieses Unternehmerische dabei ist sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du dich einem Thema gewidmet, relativ früh dich mit dem Thema elektronischem Rezept beschäftigt. Jetzt ist das Thema telemedizinische Versorgung und alles das, was damit zu tun hat, ja etwas, was die Branche, die Medizinerbranche sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal schwerfällig annimmt oder angenommen hat. Wir haben natürlich jetzt gerade Corona, da ist das Ganze ein bisschen ein Hype bekommen und jeder sieht im Moment eine Notwendigkeit. Wie bist du da dran gekommen? Wie hat sich das ganze Thema für dich entwickelt? Genau. Vielleicht noch ein kurzer Schwenk zu dem Thema Unternehmertum und auch das Thema quasi Fehlertoleranz. Da kommt mir so ein bisschen meine IT-Vergangenheit zugute und auch, dass ich in meiner Jugend sehr viele Videospiele gespielt habe. Und ich sage immer so, Unternehmertum und Videospielen hat sehr viel gemeinsam, weil dieses Thema Trial and Error ist natürlich in der Gamerbranche ganz normal. Das heißt, ich brauche in der Regel 1000 Versuche, um das nächste Level zu erreichen. Also Super Mario zum Beispiel. Mhm. Wie oft sind wir da abgestürzt mit dem Gameboy und haben gesagt, das gibt's doch nicht und musst wieder von vorne anfangen. Und das ist tatsächlich so dieses Thema Beharrlichkeit und auch zu sagen, okay, ich weiß, es ist möglich, weil sonst hätte dieser Entwickler das Spiel nicht gemacht. Irgendeiner schafft es. Und das heißt, wenn ich einfach fleißig bin und dranbleibe, dann schaffe ich auch das nächste Level. Mhm. Und viele geben halt einfach auf oder zu früh, also nach 10 Versuchen, nach 100 Versuchen, oder haben einfach Angst, ein Leben zu verlieren sozusagen und fangen es dann gar nicht erst an. So, und das ist einfach so ein Thema, dass man auch gerade in der deutschen Gesellschaft natürlich, wenn man, sag mal, schon mal selbstständig war und vielleicht das beim ersten Versuch nicht geklappt hat, dann gleich so einen negativen Touch hat. Ja, der Loser, der hat es nicht geschafft. Mhm. In anderen Kulturen wie USA sagen wir, hey, kein Problem, bist hingefallen, wieder aufgestanden, cool, mach weiter. Und wenn man die ganzen erfolgreichen Unternehmen anschaut, also auch Apple und Google und Facebook, die haben ja alle mehrere Versuche hinter sich, bevor sie so groß wurden. Und das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Und dadurch, dass ich eben 2 abgeschlossene Hochschulstudien habe, sagt, mein Gott, wenn das jetzt nicht funktioniert nach 2, 3 Jahren, ich kriege jederzeit wieder auf dem normalen Angestelltenverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder einen Job, weil ich bin top ausgebildet. Also ich habe da überhaupt keine Angst, sondern ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und wenn es klappt, schön. Und wenn nicht, ist auch kein Beinbruch.
aufstehen, runterputzen, wie man es auch im Sport. Ich bin ja Leistungssportler gewesen. Üblich ist zu sagen, okay, dann halt neuer Versuch und es geht einfach weiter. Ja. Nochmal so. Wichtiger Input, ein schöner Schwenk. Vielen Dank. Ja. Genau. Ja. Und zum Thema Gesundheitsbranche, da war es tatsächlich so, ich bin per Zufall über meine Selbstständigkeit ins Gesundheitswesen reingerutscht, weil ich habe über einen Freelancer ein Mandat angeboten bekommen. Es hieß, ja, da gibt es eine Firma am Bodensee, 15 Mitarbeiter, die brauchen jetzt dringend einen Interimsgeschäftsführer, weil der Vorgänger ist mit 52 nach kurzer, schwerer Krebserkrankung über Nacht im Prinzip verstorben. Das war also so dramatisch, dass der freitags noch zur Belegschaft sagt, also bis Montag. Montag rufe ich den Gesellschafter an, er ist verstorben. Also das war also wirklich, und es war kein Unfall. Er sagt, okay, klar, Autounfall, kein Unfall, sondern wirklich Krebserkrankung. Das hat er so gut verheimlicht, dass es wirklich niemand mitbekommen hatte, dass er so sterbenskrank war. Er hat teilweise noch vom Sterbebett im Prinzip E-Mails und WhatsApps und Aufträge verteilt. Also es war wirklich krass. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, das klingt für mich eigentlich ganz spannend. Ich wollte ja immer auch Verantwortung übernehmen und bisher war ich halt allein Unterhalter und allein Einzelkämpfer in meiner eigenen Firma und hatte eben dann die Chance, dann für 3 bis 6 Monate diese Interimsgeschäftsführertätigkeit in dieser GmbH als alleiniger Geschäftsführer zu übernehmen und ja die ganze Firma im Prinzip umzukrempeln beziehungsweise auf gesunde Füße zu stellen, weil die IT war ziemlich veraltet und auch ja die ganzen Prozesse und QM wurde jetzt erst frisch eingeführt. Und dann sagt, okay, kann ich mir vorstellen, mache ich gerne. Und dann kam man eben raus, dass diese Firma zu den 2 größten europäischen Apotheken, Online-Apotheken gehörte. Und ich dann tatsächlich so Ende 2017 beim Vorstandsgespräch gefragt habe, ich habe mal unter uns, ich sehe jetzt gerade, hier werden ja Tausende von Papierrezepten eingescannt. Und ich kenne natürlich das ganze Thema Digitalisierung aus anderen Branchen, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen werden in irgendeiner Form digital verarbeitet oder eingescannt. Und dann sagte ich so quasi aus meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, wann kommt denn das E-Rezept? Dann gucken mich die beiden Herren mit großen Augen an und sagen, man merkt, sie kommen nicht aus der Branche. Lassen Sie uns in 10 Jahren nochmal darüber sprechen. Wie gesagt, Ende 2017. Ja, okay, nehme ich so an. Habe dann am 01.01.18 angefangen, mich da ein bisschen eingearbeitet und dann kurze Zeit später mit der Techniker-Krankenkasse in Hamburg einen Workshop gehabt und mir gesagt, hey, lass uns doch da einfach mal ein Pilotprojekt zum Thema E-Rezept machen. Und das war gerade so der Zeit, wo auch der Herr Spahn dann Gesundheitsminister wurde. Und natürlich niemand mit diesem Impact, also der Spahn ist ja fast noch ein größerer Impact als Corona für die Gesundheitsbranche, weil der in 2 Jahren jetzt ja wirklich so viele Gesetze durchgepeitscht hat mit einem Schweinsgalopp, dass natürlich vielen etablierten Playern auf Ärzte und Apotheken und Krankenseite die Ohren wackeln. Aber wirklich sehr, sehr positiv, also für die Digitalisierung und Branche. Also er ist da schon ein Vordenker und Vorreiter und auch ein Macher, was ihm natürlich jetzt vielleicht bei einem ein oder anderen Thema angelastet wird, dass er vielleicht zu früh und zu früh irgendwie vorgeprescht ist. Aber grundsätzlich hat er wirklich die ganze Basis gelegt für überhaupt Telemedizin der Zukunft. Und jetzt kam Corona, also vielleicht war sein Pech, dass Corona ein Jahr zu früh kam, weil er natürlich jetzt mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, mit dem E-Rezept und so weiter, wäre das alles schon da und schon seit 2 Jahren im Prinzip die Kinderkrankheiten ausgemerzt, dann wären wir ja im Prinzip ohne Lockdown im Prinzip durch die Corona-Krise gekommen. Mhm. Weil wir alles im Prinzip hätten schon vorher dann kontaktlos in der Medizin mit Arzt und Apotheke und so weiter abwickeln können. Also von daher ist das so mein Werdegang, dass ich auch wie die Jungfrau zum Kind und einfach mit einer Vision gesagt habe, lass uns doch einfach mal machen. Mhm. Und das fand die Technikerkrankenkasse gut, hat es dann auch umgesetzt. Und jetzt freuen wir auf das, was vom Staat kommt, wobei die Staatslösung immer nur die Basis ist und die ganzen Mehrwerte ja der Markt und die freie Marktwirtschaft ja zuliefert, weil der Staat natürlich sagt, die können immer nur einen gewissen Standard bieten, aber die ganzen rosa Schleifchen sozusagen und Sonderanforderungen, die überlassen natürlich auch gern dann der Staat den Markt, weil die relevanten Player natürlich auch besser wissen, was die einzelnen Stakeholder wie Patienten und so weiter einfach benötigen. Mhm. Jetzt ist dieses ganze Thema ja, du hast gerade gesagt, im Grunde von 2 Wegen her beschleunigt worden, wenn man den Herrn Spahn auf der einen Seite und jetzt das Corona-Thema auf der anderen Seite. Wenn wir das vor Corona durchbekommen hätten, soweit die Theorie mal, dann wäre es alles da gewesen. Wenn man mal theoretisch, ganz viele Konjunktive jetzt, wäre da gewesen. Aber
die Branche spiegelt uns ja täglich etwas anderes. Also die Akzeptanz auch von niedergelassenen Ärzten, gerade jetzt dieses ambulante Thema, Umsetzung in der Praxis, dann natürlich auch Gesetzesstrukturen, die dazukommen, Regulatorien. Ist es jetzt gerade heute Morgen gibt es wieder einen neuen Zuschlag für das Thema E-Rezept, hat da irgendwie die KBV, die Kammer, haben wieder irgendwas beschlossen, wo man jetzt, glaube ich, sagt, dass ein Zuschlag für ein elektronisches Rezept von 1 Euro irgendwie aufgelegt wird. Also da fragt man sich natürlich auch, sind das die Themen, die die Ärzte dazu veranlassen sollen, oder glaubst du, dass wir da ganz anders an den Markt rangehen müssen, um wirklich eine höhere Akzeptanz zu bekommen? Ja, definitiv. Wie gesagt, ich bin ja sehr, sehr tief drin, und wenn man sich den kompletten Werdegang und Workflow eines E-Rezeptes anschaut, geht es ja sehr, sehr früh los beim Arzt über Patient, Apotheke, Krankenkasse. Und wir, wie gesagt, ich als Abrechnungszentrum sehe natürlich im Prinzip dann auch das Ergebnis. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. Normalerweise geht so ein Papier durch 5, 6 verschiedene Hände. Und bei den Ärzten war es halt in der Vergangenheit leider so, muss ich sagen, dass die immer vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, nach dem Motto so, wir als Staat, als Apothekenvertreter und haben irgendwas im stillen Kämmerlein ausklabüsert, und ihr Ärzte müsst es jetzt umsetzen. So, das heißt, die haben natürlich auch eine gewisse Schmerztoleranz die letzten Jahre entwickelt und auch so nach dem Motto, uns wurde so viel versprochen und dann wurde entweder nur eine Banane geliefert, die dann beim Kunde reift oder einfach nicht funktioniert. Und man sieht ja auch einfach, in der Vergangenheit gab es halt viele Ansätze, die eben dann nicht wirklich zum Fliegen kamen. Und die Ärzte natürlich dann auch nach dem 5., 6. Mal sagen, wisst ihr was, wir machen erstmal langsam. Wir gucken es uns erstmal an, und wenn das dann wirklich 2, 3 Jahre sich durchgesetzt hat, dann machen wir mit. Und das ist natürlich immer so ein Thema, auch die Gematik, wie diese Gesellschaft vom Staat, vom BMG im Prinzip ins Leben gerufen wurde, dass die solche Standards definieren sollen, solche Lösungen. Und wenn man natürlich guckt, wie die Gesellschaftsstruktur ist, dass da sowohl Ärzte, Apotheken als auch die Krankenkassenverbände drin sind, die ja per se ja völlig unterschiedliche Anforderungen haben. Der Arzt möchte wenig Arbeit haben, die Apotheken möchten möglichst viel Geld im Prinzip dann abrechnen können, die Krankenkassen möchten möglichst wenig Geld bezahlen, also total unterschiedliche Interessen. Und das war auch der Grund, warum natürlich viele der letzten Entscheidungen dann entweder nur halbherzig oder halt mit sehr viel Zeitverzögerung getroffen wurden. Und der große Impact eines Sparens war natürlich zu sagen, so, jetzt ist hier erstmal Ruhe im Karton, ja, sondern ich übernehme jetzt 51% dieser Gesellschaft, und dann gebe ich den Takt vor und sage also, Meilensteinplanung, an diesem Tag X gibt es 1, 2, 3. Und ich sag mal, wenn man rückwärts rechnet in der Projektplanung, heißt es jetzt 1.1.2022, E-Rezeptpflicht per Gesetz. So, und das hat er eben vor 2 Jahren schon ins Gesetz geschrieben. So, und jetzt konnten eben die Anbieter rückwärts rechnen und sagen, okay, Moment, wenn dieses Gesetz kommt, dann haben wir 1 Jahr Zeit oder die Selbstverwaltung 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, dann müssen wir so langsam mal die Beine in die Hand nehmen, weil wir jetzt keine 10 Jahre mehr Zeit haben wie in der Vergangenheit, dass wir was tun. Und wichtig ist tatsächlich aus meiner Sicht, und ist auch meine Erfahrung, man muss viel, viel früher wie jetzt in der letzten Zeit die Ärzte ins Boot holen, auch mit den Patienten. Weil ich sag mal, wenn Arzt und Patient, das sind ja die miteinander sehr stark vorne im Prozess agieren, wenn die im Prinzip nur Aufwand haben, dann werden die digitalen Themen nicht annehmen. Sondern wenn der Arzt sagt, hey, ich brauche 10-mal so lang, E-Rezept zu erzeugen im Vergleich zum Papierrezept ausdrucken. Und der Patient sagt auch, jetzt muss ich deine App runterladen und mich 3-mal authentifizieren mit meiner EGK. Alles viel zu kompliziert. Ja. Lieber Arzt, wenn es für dich einfach ist, gib mir einfach den Zettel. Alles sind glücklich. Ich gehe damit in die Apotheke und das Thema ist durch. Genau. So. Und das ist genau das Thema, dass natürlich vorne auch der Arzt den Mehrwert noch gar nicht erkennt. Sagt ja, ich habe jetzt viel Aufwand, damit es hinten in der Abrechnung für Apotheke und Krankenkasse einfach ist. Warum sollte ich das tun? Bist du noch da? Ja, ne? Bin noch da, genau. Ja, sorry, ich hatte gerade irgendwie technisch hier, dass ich so dachte, plötzlich ist es so still. Ja, jetzt hast du das ganze Thema ja auch erprobt. Also du hast ja jetzt nicht einfach gesagt, ich mache da mal was, sondern du warst ja in unterschiedliche Phasen der Erprobung involviert. Du hast mittlerweile diesen Workflow, ich will fast sagen, optimiert in der Praxis, weil du gerade ja gesagt hast, wichtig Arzt und Patient, weil das sind die beiden letztendlich die Letzten in der Kette, die umsetzen müssen, was technisch irgendwo von irgendwem und gesetzmäßig irgendwo geplant worden ist.
Kannst du mal so ein bisschen über die Erfahrungen berichten? Was hast du, wie habt ihr diese Erprobungsphase gemacht? Und was ich dann im zweiten Step super wichtig fände, dass du vielleicht mal dem Arzt, der hier zuhört, in der niedergelassenen, als niedergelassener Arzt in der eigenen Praxis, wie näher ich mich als Arzt diesem Thema? Aber vielleicht erst nochmal zu der Erprobungsstufe. Genau. Also wir haben das ja auch als Förderprojekt vom Land Baden-Württemberg gemacht. Wir haben da als Startup einen Innovationsgutschein bekommen. Ich habe mir dann zwei Freelancer geholt und wir haben dann einen Prototyp entwickelt. Also das war ganz, ganz wichtig zu sagen, sehr, sehr schnell nach dieser Design Thinking Methode, sozusagen einen schnellen Prototyp, einen MVP zu bauen, den man dann wirklich Probanden, in dem Fall Patienten zeigt. Wir haben dann mit der Uni Konstanz ein Förderprojekt gemacht, dass wirklich Studenten aus der Patientenbrille mal geguckt haben, was gibt's am Markt schon für Apps bei Telemedizin, bei Apotheken. Wir haben da wirklich so ein Benchmarking gemacht, zu sagen, okay, was können die schon? Wie einfach ist dieser Onboarding-Prozess, also nach verschiedensten Kriterien? Um wirklich mal zu gucken, wirklich aus der Nutzerperspektive, also wirklich patientenzentriert. So, was gibt's für Nutzer? Es gibt junge, mittlere und ältere Menschen. Es gibt gesunde, chronische und quasi Akuterkrankungen. Das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen an eine solche technische Lösung aus Patientensicht. Und es gibt nicht einen Standard, der für alle passt. So, weil meistens ist dann der gemeinsame, kleinste gemeinsame Nenner. Da ist irgendwie so keiner so wirklich glücklich damit. Es geht zwar, aber es ist nicht besonders schick und nicht besonders performant, aber es geht. Und da haben wir einfach gesehen, okay, man muss sehr flexibel sein. Diese Lösung muss wirklich bedarfsgerecht angepasst werden. Sei das jetzt die Barrierefreiheit, dass man sagt, okay, jemand, der vielleicht eingeschränkt ist, weil er irgendwie eine Spastik hat, der kann natürlich nicht 20 Mal irgendwie verschiedenste kleine Knöpfchen irgendwie drücken. Also auch die Usability war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch ältere Menschen oder sehbehinderte Menschen mit Spracheingabe und Vorlesenmodus ist natürlich auch so was ganz Wichtiges. Und dann sind wir wirklich mit dieser Lösung auf echte Ärzte, auf niedergelassene Hausärzte zugegangen und gesagt, schau mal hier, erzählt uns einfach erstmal, was sind eure täglichen Probleme? Wo, an welcher Stelle seht ihr Potenzial zu sagen, ja, wenn wir morgens in die Praxis kommen, ist erstmal das Fax voller Vorbestellungen von den Patienten oder aus dem Pflegeheim mit Rezepten. So, über die Webseiten kann der Patient auch ein Folgerezept beauftragen. Das heißt, das E-Mail-Postfach ist voll. Also wir haben erstmal den Arzt gefragt, was ist dein Painpoint? Und nicht ihm gleich sagen, guck mal, wir haben uns irgendwas überlegt, das ist doch die Lösung, die du brauchst. Und er dann sagt, nee, ich brauche was ganz anderes. So, dann haben wir im Prinzip diese Lösung gemeinsam mit diesem Arzt entwickelt und gesagt, schau mal, so haben wir es uns überlegt. Und dann hat er uns natürlich sehr, sehr viel wertvolles Feedback gegeben, um zu sagen, ja, finde ich gut, aber an der und der Stelle arbeiten wir als Praxis, als Arzt ein bisschen anders. Das heißt, so ein ITler kann sich das oftmals ja auch gar nicht vorstellen, weil der natürlich nicht im Stress, wenn die Praxis voll ist, das Wartezimmer voll ist und Telefon und Fax und was alles noch zwischen reinkommt und dann auch ein Akutpatient vielleicht irgendwie in Ohnmacht fällt, wegen Unterzucker oder irgendwas. Also von daher habe ich gesagt, natürlich ein ITler oftmals eine ganz andere Sicht auf so einen Prozess oder er optimiert einen Prozess, der vielleicht auf dem Reißbrett sich ganz cool anhört, aber wirklich in der täglichen Praxis, wirklich in der Arztpraxis so einfach nicht praktikabel ist. Weil das Thema ist ja, es arbeiten ja nicht nur Roboter und Maschinen miteinander, sondern es sind ja Menschen mit Menschen. So. Und auch diese MFA natürlich, muss man auch einfach schauen, ist es jetzt eine junge MFA, die jetzt gerade frisch von Ausbildung, vom Studium kommt, oder ist es eine, die jetzt vielleicht kurz vor der Rente ist und sagt, oh, ich kann zwar E-Mail und Fax ganz gut bedienen, auch den Drucker, aber jetzt kommt hier damit irgendwas ganz Neues. Ich habe da vielleicht auch irgendwie Angst, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich denke gedanklich vielleicht schon an die Rente. Und da muss man wirklich, also es geht eigentlich mehr so um People-Management aus meiner Sicht in diesem Thema und nicht unbedingt jetzt just another tool dort einzuführen. Ich glaube, dass diese Phase des Ausprobierens und des Miteinanderarbeitens, wie du es ja gerade so schön gesagt hast, es gab einen Innovationsgutschein für ein Startup-Unternehmen, dass das wichtig ist, um wirklich zu erkennen, wo ist der Bedarf jetzt des einzelnen Arztes. Also nicht nur aus der Entwicklerbrille zu schauen, sondern wirklich aus der Brille des Anwenders, also sowohl jetzt auf der Arzt- als auch auf der Patientenseite zu tun. Wenn ich jetzt tatsächlich als Arzt sage, ja, mich interessiert das Thema, ich habe jetzt zum Beispiel einen Videosprechstundenanschluss und ich möchte, dass es nicht zu einem Medienbruch kommt, also dass der Patient nach der Videosprechstunde doch in die Praxis muss, um sein Rezept abzuholen oder wie auch immer, oder seine Tochter kommt vorbei und holt es ab, wie das einmal ist. Wie funktioniert die Anbindung jetzt für den Arzt ganz praktisch mal?
Genau. Da haben wir, wie gesagt, von Anfang an unser System so konzipiert, dass wir gesagt haben, der Arzt als auch Apotheke sollte im Prinzip mit seinen bestehenden Softwarelösungen, die sie schon aus dem FF im Prinzip kennen, weiterarbeiten können. Also wir wollen nicht dann nochmal eine zusätzliche Software mit wahnsinnigem Schulungsaufwand und sagen, wir schauen, dass wir mit Bordmitteln, mit vorhandenen Softwarelösungen, egal was die haben für ein Praxisverwaltungssystem oder egal was für eine Wabi in der Apotheke, dass die mit den etablierten und bekannten Lösungen weiterarbeiten können. So sind wir im Prinzip vorgegangen und haben eben dann durch Schnittstellenmanagement und durch smarte Technologien zu sagen, okay, für dich ist es genauso einfach, ein E-Rezept zu erzeugen, wie ein Papierrezept zu drucken. Mhm. Wow. Und genau diesen Ansatz haben wir gefahren. Und ich komme, wie gesagt, aus dieser Druckerbranche sozusagen. Also ich habe eben für VW und Schenker Logistik große Digitalisierungsprojekte im Bereich Drucken, Kopieren, Faxen und Dokumentenmanagement gemacht. Das heißt, diese Abläufe sind natürlich dort auch schon etabliert, dass ich in ein Dokumentenmanagementsystem reindrucke, virtuell und solche Geschichten und auch diese Workflow-Systeme dahinter. Und das hat natürlich sehr viel weitergeholfen, weil ich eben aus der Erfahrung aus anderen Branchen sozusagen das Ganze dann auf die Gesundheitsbranche übertragen konnte. Sagen, guck mal hier, so machen das andere in der Branche. Wie findest du das? Sagt er, hey, das ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, das können wir mal probieren. So, und dass die halt wirklich, und das ist auch diese Message, diese Angst verlieren, dass sie sagen, oh Gott, alles, was IT ist, ist irgendwie dreimal so kompliziert und muss ich erstmal 2 Wochen Schulung machen, bis überhaupt da mal irgendwas passiert. Nein, im Gegenteil. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir haben. Wir wollen das Ganze natürlich einfacher gestalten und nicht komplizierter. Natürlich ist das Thema Datenschutz immer so eine Hürde zu sagen, ja, ein Papierrezept, wo alles im Klartext draufsteht und handgeschrieben beziehungsweise von Hand unterschrieben, wo niemand weiß, ist das wirklich die Unterschrift vom Arzt oder hat er eben andere 3 Kreuze gemacht. Und bei der Digitalisierung muss man sagen, ja, aber das muss hier qualifiziert und unterschrieben sein und ein Trust Center muss verifizieren, dass dieser Arzt mit seiner... Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es ja auch ein Medienbruch ist. Also das heißt, es muss nicht immer alles 10-mal so sicher sein wie der alte Prozess, was ja auch grundsätzlich gut ist. Und deswegen das Ganze oftmals dann verkompliziert wird. Nicht, weil wir sagen, die IT-Lösung als solches ist so kompliziert. Und wenn der Arzt wirklich sieht, wie bei uns das funktioniert, sagt er, hey, das ist ja cool. Das ist ja einfach wie ein Papierrezept drucken, nur eben virtuell. Dann habe ich auch den Vorteil, ich kann jetzt plötzlich 20 Dokumente sagen, hier alle markieren und alle signieren und muss nur einmal unterschreiben mit meiner Arztkarte und meinem PIN und nicht wie bisher 20 oder 100 Rezepte von Hand und habe danach eine Sehnenscheidenentzündung. Ich habe das immer selber festgestellt, als ich die Hochzeitseinladung und Danksagung von Hand unterschrieben habe, wenn da mal 100 am Stück, dann merkt man wirklich, das ist wirklich schmerzhaft dann auf Dauer. Jetzt hoffe ich mal, dass du das nicht jeden Tag machen musstest und immer wieder jemand anders geheiratet hast. Also, nee, richtig, aber der Arzt muss das ja jeden Tag machen. Genau. Der muss ja jeden Tag 50 oder 100 solche Unterschriften leisten. Auf jeden Fall, genau. So, und, jetzt, genau, vielleicht nochmal so vom Prozess her. Also ich bin jetzt tatsächlich Ihr Patient bzw. Arzt. Wir haben uns jetzt unterhalten, nehmen wir nochmal das Thema Videosprechstunde und es wird ein Rezept fällig. Dann macht der Arzt was und der Patient macht was. Genau. So, bisher, der Arzt erfasst das ganz normal wie bisher in seinem bisherigen Programm. Und dann hat er eben 2 Knöpfe. Der eine Knopf heißt Papier ausdrucken, ganz normales Papierrezept, oder der andere Knopf heißt E-Rezept erzeugen. So, dann passiert quasi in der Software grundsätzlich erstmal das Gleiche, dass eben die Daten, die bisher aufs Papier gedruckt werden, dann virtuell gedruckt werden. Und dann geht ein Pop-up auf nach dem Motto, bitte digital unterschreiben. Dann muss er eben seinen Arztausweis in den USB-Kartenleser einstecken. Und das ist ja auch die Lösung, die ja vom Staat jetzt referiert wird mit diesem Heilberufsausweis. Und dann kann er eben sagen, jetzt dieses Rezept signieren. Oder er kann auch 10 Rezepte, wie gesagt, auf einmal im Stapel signieren. Und dann wird es quasi automatisch im Hintergrund an diesen Patienten geschickt. Der Patient hat sich dann auch diese App runtergeladen oder nutzt es als Webbrowserportal, ohne dass er es installieren muss auf seinem Handy und bekommt dann die Nachricht hier. Sein Arzt hat dir gerade ein E-Rezept geschickt. Bitte öffne die App. Und dann hat er in seiner App die Möglichkeit, dieses Rezept entweder, wie man es kennt, von der Bahn oder vom Flugticket persönlich in die Apotheke zu gehen und sein Medikament abzuholen, indem er den QR-Code vorzeigt, der dann abgescannt wird. Oder eben voll digital von zu Hause vom Sofa kann er einfach sagen, weiterleiten an die nächste Apotheke, die vielleicht auch einen Botendienst anbietet und mir das sogar same day dann nach Hause vor die Haustür liefert. Super. Das ist nämlich der nahtlose Übergang zu der 2. Besonderheit bei dir, beziehungsweise
in dem ganzen Kontext, was ja auch wichtig ist. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir die ambulante Versorgung stärken wollen, indem wir sagen, ja, die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen bundesweit sollen sich dem Thema Digitalisierung widmen, weil das viele, viele Vorteile bringt, sektorenübergreifend. Wir können ländliche Regionen besser bedienen und so weiter und so weiter. Sagst du, es ist dir extrem wichtig, die Apotheke vor Ort mit ins Boot zu nehmen. Also nicht über eine große Versandapotheke. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, keine Namen nennen. Das weiß jeder, über was wir hier sprechen. Sondern du sagst, es ist dir wichtig, mit den Apotheken vor Ort zusammenzuarbeiten. Und du hast bis jetzt, glaube ich, über 6.000 der knapp 19.000 Apotheken schon bei dir im Boot. Die Zahl täglich steigend, will ich mal sagen. Und du bist, glaube ich, in Richtung ab 8.000, weil es wieder eine neue Kooperation gibt. Das ist ja extrem wertvoll. Also nicht nur, da haben wir uns gestern drüber unterhalten, in einem ganz anderen Kontext, weil der Arzt mit dem Apotheker vielleicht persönlich eine Beziehung hat. Und dass, wenn ich schon mal jede dritte Apotheke in deinem Portfolio wiederfinde, ist die Chance ja groß, dass irgendwo in meinem Umfeld auch jemand damit bei ist. Sondern wir sprechen ja tatsächlich auch über die Versorgungssituation der Apotheken in einem gewissen Gebiet. Und das ist ja extrem wertvoll. Und deshalb, glaube ich, kannst du das nochmal sagen? Warum war dir das so wichtig? Oder wie ist dein Ansatz da? Genau, also wie gesagt, da ich das in der Apothekenbranche tätig bin, habe ich natürlich auch sehr engen Draht zu den Apothekern, auch mein Nachbarin ist PTA. Und man sieht einfach auch vor Corona war es halt schon immer so, dass natürlich eine Apotheke eigentlich immer der erste Ansprechpartner ist. Also es gibt ja diesen Nacht- und Notdienst, im Prinzip das irgendwo in meiner Region. Das haben ist also übrigens jeden bei uns Tag immer so, entschuldige, ich weiß nicht, ob du das gerade hörst, immer wenn ich in diesem Zimmer sitze, bellt der Hund. Also ja, ich dachte gerade, das ist meiner, aber. Ja, nee, ist immer so, es gehört zu jedem Podcast mittlerweile mit dazu. Sehr schön. Entschuldigung, ja. Genau, dass ich einfach gesehen habe, wie gesagt, wie wichtig diese Notfallversorgung auch in der Apotheke ist. Und wie gesagt, ich habe es auch schon erlebt mit meinen Kindern, die irgendwie nachts um drei dann ein hohes Fieber bekommen haben wegen Zahn oder irgendwas. Und dann möchte man natürlich jetzt nicht mit dem Kind ins Krankenhaus oder irgendwas sofort gehen, sondern man geht erstmal zur Apotheke, die dann auch im näheren Umkreis, nämlich 24-7, das ganze Jahr auch an Weihnachten, Neujahr und an Ostern offen hat. Und diese Apotheken vor Ort ja wirklich auch Gesundheitsberater sind. Und oftmals eben nicht nur verschreibungspflichtige, sondern auch verschreibungsfreie Medikamente natürlich empfehlen können. Und dann natürlich auch einfach dieses Community im Prinzip. Es ist ja so, dass man mal in der Landapotheke reingeht, die kennt ja fast alle Stammkunden ja mit Vornamen und sagt, ja, wie geht's der Tochter, wie geht's dem Sohn? Und ich auch solche Situationen schon erlebt habe, dass ich mit einem Rezept vom Arzt in die Apotheke gehe und die schaut da drauf und sagt, Moment, ihr Kind ist doch, vom Datum her sieht man ja auch, und ich weiß, ihr Kind ist ja ein Säugling, was hat denn der Arzt da für Zäpfchen aufgeschrieben? Das ist ja ein Zäpfchen für Erwachsene, der hat das irgendwie, glaube ich, vertauscht. Ruft an beim Arzt, der natürlich auch direkt gegenüber ist, weil wenn ich anrufe, komme ich nie durch sofort, sondern die haben natürlich da auch so das rote Telefon, wenn es da Rückfragen gibt. Und tatsächlich sagt der Arzt, oh Mist, hab da versehentlich mich in der Liste irgendwie verklickt und das Falsche aufgeschrieben. Gut, nach diesem Vier-Augen-Prinzip, dass die Apotheke vor Ort das nochmal geprüft hat. So, und wenn man das natürlich im Online-Handel hat, ist es natürlich, da gibt es auch Pharmazeuten, die das prüfen, aber anhand der Masse geht natürlich dieser persönliche Kontakt total verloren. Und wie gesagt, es ist ja auch so, immer mehr Ärzte gehen ja auch in Rente, gerade auf dem Land. Es gibt immer weniger Landärzte. Das ist ja auch so ein Thema, was schade ist. Wie gesagt, wir haben eigentlich genug Ärzte. Die meisten würden lieber ins Angestelltenverhältnis, ins Krankenhaus, in die Klinik. Und wo natürlich dann die regionale und ländliche Versorgung dann ohne Landarzt auskommen muss, gibt es aber in der Regel noch eine Apotheke. Mhm. Das heißt, die Rolle der Apotheke wird zukünftig noch immer wichtiger. Man sieht es auch in Schleswig-Holstein und in NRW, dass jetzt auch solche Pilotprojekte laufen, dass auch in den Apotheken geimpft werden darf. Also es geht jetzt erstmal um die Grippeimpfung, später vielleicht mal Corona-Impfung. Mhm. Es geht um Themen wie Corona, quasi Schnelltests und solche Geschichten. Also man hat erkannt, dass ein Pharmazeut viel, viel mehr kann, als einfach nur eine Packung über den Tresen schieben. So, das kann natürlich eine Amazon und die EU-Versender perfekt. So, aber diese persönliche Beratung und auch wirklich dieser Dienst vor Ort am Kunde, dass ich wirklich sagen kann, ich kenne das ja selber, ich muss auch, empfiehlt mein Pneumologe, mich jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen, weil das gut ist für meine Lunge, um eine Lungenentzündung vorzubeugen und. So, aber es ist einfach für mich schwierig, da einen Arzttermin zu bekommen. Aber wenn ich sage, hey, es gibt 19.000 Apotheken in Deutschland. So, ich kann quasi ohne Voranmeldung zukünftig, wenn es dann legal ist, egal in welcher Stadt ich bin, einfach in die Apotheke reinlaufen und sagen, so, hier bin ich, ich würde es gerne mich gegen Grippe impfen lassen. Dann sage ich, ja, alles cool. Hier, hinten, Hinterzimmer, kommt nach hinten, machen wir schnell und Thema ist erledigt.
ohne dass ich jetzt da irgendwie 3 Wochen Vorlauf-Arzttermin oder irgendwas machen muss. Und das ist für mich so, es gibt ja einen Anbieter aus der Schweiz, der das schon macht mit diesen Mini-Kliniken, dass er sagt, eigentlich ist ja bei der Apotheke schon alles da. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch eine MFA, die im Prinzip so auch Blutdruck messen kann und solche Geschichten machen kann. Und wenn es dann doch medizinische Fragen gibt, kann da per Videoschalte im Prinzip dann auch ein Arzt über Telemedizin hinzugezogen werden. Und der kann dann auch ein E-Rezept ausstellen und das kann dann sogar direkt in der Apotheke, wenn der Patient noch fort ist, sofort eingelöst werden. Mhm. Also das sind ja wirklich dieses Local-to-Local-Prinzip, dass man sagt, man kann nicht alles telemedizinisch behandeln. Vieles natürlich, aber nicht alles, wie gesagt. Und auch dieses Thema, wenn man dann diesen Ausschlag dann doch mal live gesehen hat, ist doch was anderes wie über Videotelefonie oder nur ein Foto. Und man sieht natürlich auch mehr, wie es dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten geht. Also ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die sagen, ja, die wichtigste Anamnese ist eigentlich, wie der Patient quasi von der Tür bis zu dem Behandlungsstuhl quasi läuft. Ja. Da kann der Arzt schon so viel absehen und sagen, heute Morgen nicht so gut geschlafen und so weiter, weil man total irgendwie hinkend sagt. Also das sind natürlich auch solche Themen, die gerade den Hausärzten sehr, sehr wichtig sind. Nicht einfach nur die betroffene Stelle zu sehen, sondern einfach den allgemeinen Zustand des Patienten auch dann in Augenschein nehmen zu können. Also mir gefällt die Kombination extrem gut. Ich glaube, die Stärkung der ambulanten Versorgung eben auch nicht nur jetzt auf den medizinischen oder auf den Hausarzt oder auf den Facharzt, der jetzt mit der ambulanten Praxis unterwegs ist, zu begrenzen, sondern tatsächlich zu sagen, da gehört die Apotheke vor Ort eben genauso mit dazu. Und dann schließt sich dieser Kreis ja auch wieder und dann finden wir sicherlich auch noch den Switch in die sektorenübergreifende Versorgung, nämlich wenn es in ländlichen Gebieten dann auch mal eng wird, dann kommen eben auch die Krankenhäuser noch mit ins Boot. Also ich glaube, das ist ein extrem spannender Ansatz. Jetzt gibt es eine Aussage von dir, die ich weiterhin extrem spannend finde, das ist, dass du sagst, dass das E-Rezept funktioniert schon heute und bildet den Kern jeder telemedizinischen Versorgungsleistung. Das zeigt ja so ein bisschen, in welche Richtung wir zukünftig auch unterwegs sind. Jetzt kann das, was ich gerade vorgelesen habe oder gesagt habe, ja sowohl als auch gelten. Also ich sag mal, für den Internetanbieter oder die Internetapotheke genauso wie wir für die Apotheke vor Ort. Trotzdem ist ja das, was du gerade beschrieben hast, also die persönliche Nähe Mensch zu Mensch, Medizin funktioniert auf diesem Wege Mensch zu Mensch, ja eine wirkliche Besonderheit. Glaubst du, dass das klar, sonst würdest du es nicht machen, aber wie ist die Begründung dafür, dass das so extrem wichtig ist? Du hast gerade schon so ein paar schöne Sachen genannt, wie eben immer diese persönliche, der persönliche Bereich. Ich glaube aber trotzdem dürfen wir ja nicht vergessen, dass der andere Markt auch kommt und dass der auch auf den Markt drängt. Also, dass es eben die Videosprechstundendienstanbieter gibt zum Beispiel, die sagen, wir haben eigene Ärzte angestellt, wir möchten gerne mit eigenen Ärzten arbeiten und der Patient muss nicht mehr in die Praxis kommen. Ne? 70% aller Erstdiagnosen können über die Videosprechstunde abgewickelt werden. Das gilt ja ähnlich für das Rezept. Also so kleine Rezepte wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit können wir auch darüber machen. Wie glaubst du, können diese Systeme parallel nebeneinander funktionieren? Auf jeden Fall. Also ich bin ja, wie gesagt, ein großer Freund von Technik und alles, was man digital natürlich sinnvoll abbilden kann, sollte man auch tun. Aber man sollte das quasi nicht so nach diesem Schwarz-Weiß-Denken sehen, sondern wirklich in Kombination. Also natürlich hat auch der Versandhandel seine Daseinsberechtigung, um es, wie gesagt, im ländlichen Raum natürlich auch zu erreichen, wobei das auch die Vorortapotheken mit Bodendienst mittlerweile macht. Und genauso Telemedizin ist natürlich eine sehr, sehr gute Ergänzung, genau für diese Standardsachen, wo ich sage, da brauche ich jetzt nicht extra mich in der Schlange anstellen und eine Stunde ins Wartezimmer sitzen, nur um ein Folgerezept zu bekommen für mein Medikament. Das reicht, wenn ich 1-2 Mal im Jahr zum Arzt gehe, um mich abchecken zu lassen und muss nicht jedes Quartal dahin. Gerade als Chroniker, wie gesagt, bin ich in der Regel gut eingestellt. Und definitiv ist dieses E-Rezept der Gamechanger in unserem deutschen Gesundheitswesen. Weil, wie gesagt, wir reden über 500 Millionen Papierrezepte pro Jahr bei knapp 72 Millionen gesetzlich Krankenversicherten. Da gibt es noch ein paar PKV, die aber in diesen 500 Millionen gar nicht mehr drin sind. So, das heißt, es dreht und wendet sich sehr, sehr viel um dieses Dokument, sozusagen Rezept. So, und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, Telemedizin zu machen und ich jetzt sage, okay, ich bin heute in Stuttgart und warum auch immer, abends um 18 Uhr am Freitag hat eben jetzt ein Telearzt aus München oder aus Hamburg oder aus Berlin jetzt gerade Sprechstunde und der sagt, ja,
ist alles gut, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sofort das Rezept ausstellen, sondern ich muss Ihnen das entweder per Post schicken, weil Fax ist nicht gültig. Oder er sagt, ja, weil ich Sie nicht kenne und ich darf keine Folgerezepte für Chroniker aufstellen, gehen Sie jetzt mal doch lieber zu Ihrem Hausarzt. So, dann sage ich, ja, das war ganz schön, aber wie gesagt, mein Ziel war eigentlich, nicht zum Hausarzt gehen zu müssen, sondern mich quasi digital mit diesem Folgerezept versorgen zu lassen. Das heißt auch, die Telemediziner können auch nicht alleine existieren, genauso wenig wie die EU-Versender. Das heißt, für die letzte Meile braucht also jeder EU-Versender oder auch Amazon immer eine Fort-Apotheke, weil nur die können, sagen wir mal, same day oder same hour das Ganze dann beliefern. Alles andere ist natürlich sehr, sehr teuer, wenn man da externe oder eigene Logistik anstellt. Und beim Telemedizin ist es auch so, die brauchen ja niedergelassene Ärzte. Und oftmals ist es auch so, dass ein niedergelassener Arzt einmal die Woche eben dann auch Telesprechstunde für einen der großen Anbieter vielleicht macht. Und der natürlich dann die Chance hat zu sagen, hört sich nicht gut an, komm mal lieber morgen persönlich bei mir vorbei. Das kann ich natürlich machen, wenn das wirklich auch mein Hausarzt ist, der in der Nähe ist. Ich fahre natürlich jetzt nicht von Stuttgart extra nach Hamburg, um jetzt da irgendwie einen Leberfleck angucken zu lassen. Da gucke ich natürlich dann, dass ich einen anderen Facharzt in meiner Nähe natürlich finde. So. Und von daher, wie gesagt, ist es immer eine sehr, sehr gute Ergänzung. Das eine schließt das andere nicht aus. Und sowohl der niedergelassene Arzt als auch die Vorortapotheke ist ja mittlerweile auch mit Online-Shops, mit digitalen Angeboten. Es gibt Telemedizin, genauso gibt es Telepharmazie. Es gibt mittlerweile die ersten Apotheker, die auch auf TikTok, auf Facebook quasi per Messenger-Dienst auch erreichbar sind, auch außerhalb der Öffnungszeiten. Ich sage mal, das ist natürlich die Zukunft, auch das Thema asynchrone Kommunikation. Man muss nicht immer in der Warteschleife am Telefon dann 2 Stunden warten, bis man drankommt, sondern auch einfach mal per Chat-Nachricht eine Frage stellen. Oder ich kann abends, wenn ich feststelle, bevor ich ins Bett gehe, oh, letzte Pille oder letzte Hub vom Asthma-Spray ist leer, bestelle ich einfach noch kurz, bevor ich ins Bett gehe, mein Folgerezept beim Arzt. Und am nächsten Tag, wenn ich aufstehe und den ersten Kaffee rauslasse um 8 Uhr, macht es Pling in meinem Handy und sagt, hier ist Ihr Folgerezept. Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Kombination. Von daher, wie gesagt, sollten auch diese Anbieter sich nicht irgendwie versuchen, gegenseitig auszustechen, sondern das wirklich gemeinschaftlich dann auch für den Patienten, weil darum geht's ja. Wir möchten ja die Gesundheitsversorgung für die Patienten verbessern. Und jetzt durch mit Corona hat sich, glaube ich, auch der Letzte verstanden, dass eine kontaktlose Medizin durchaus Sinn macht. Mhm. Ja, ich glaube, besser kann man jetzt so die erste Runde, die wir ja heute abgegeben haben, nicht abschließen. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr, wir haben schon eine Dreiviertelstunde. Das ist einfach ein super spannendes Thema und ich glaube auch, dass wir viele Dinge leider heute noch nicht angesprochen haben, aber ich habe schon den Eindruck, dass jetzt mal deutlich geworden ist, wie wichtig das ist und wie einfach das auch sein kann, wenn man sich einfach damit beschäftigt, ja, den Mut hat, sich damit zu beschäftigen und dann den ersten Schritt mal geht. Und ich glaube, so schön, wie es du vorhin in diesem Prozess beschrieben hast, was macht der Arzt, was macht der Patient, bis hin, dass er dann sein Rezept von der Apotheke bekommt, so schlimm ist es gar nicht. Und ich glaube, gerade wenn es für den Arzt in der Entscheidung einfach ist, drücke ich links oder rechts, also drücke ich das Rezept aus oder verschicke ich es einfach, dann ist es klar, dass es sehr, sehr unkompliziert ist und in der Versorgungskette eine unheimlich große Rolle spielt. Stefan, ich würde ganz gerne mit dir zum Schluss noch die kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Und steig mal ein mit der Einstiegsfrage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren? Ja, definitiv wird natürlich das Thema KI und auch AI und Big Data natürlich immer wichtiger werden. Man sieht es ja schon auch bei Google, dass man sagt, dieser Google-Algorithmus kann natürlich schon aufgrund der vielen Daten, die gesammelt werden, besser eine Prognose abgeben, ob dieser Leberfleck zum Beispiel jetzt irgendwie zu Melanom sich entwickeln könnte und so weiter. Also es wird sicherlich viel, viel mehr um das Thema Big Data gehen, dass also nicht nur der Arzt mit seiner Erfahrung von seinen Patienten, sondern auch profitiert daraus, dass er sagen kann, ich kann auf einen großen Datenpool zurückgreifen, um dann wirklich auch Einschätzungen von anderen Ärzten zu bekommen und das eben nicht nur quasi im stillen Kämmerlein passiert, sondern tatsächlich diese Vernetzung und einfach auch mit dieser elektronischen Patientenakte einfach diese Daten natürlich dazu genutzt werden, nicht um irgendwelche Marketingaktionen der Pharmahersteller, sondern tatsächlich um die Gesundheit und auch die Entscheidungen, die getroffen werden, muss ich den rausschneiden oder nicht, besser treffen zu können, wie wenn es nur ein Arzt quasi aus seiner persönlichen Erfahrung macht. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
Ja, also exakt. Ohne Gesundheit ist natürlich das ganze Leben nicht wirklich lebenswert. Nicht morgens allein nicht mehr aus dem Bett aussteigen kann, ja, dann ist natürlich schon mal vieles nicht mehr möglich. Ich sehe es auch, mein Vater sitzt im Rollstuhl. Und dennoch, wie gesagt, macht er im Rahmen der Möglichkeiten vieles, was andere nicht für möglich halten und dann vielleicht aufgeben würden. Und von daher, wie gesagt, ist für mich natürlich ganz, ganz wichtig, für mich persönlich, aber auch für meine Familie natürlich, da einen möglichst gesunden Lebensstil. Und gerade dieses E-Rezept bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass ich natürlich als Angehöriger auch meine Eltern besser versorgen kann. Ich wohne 200 Kilometer entfernt und mit dem E-Rezept kann mir der Hausarzt das E-Rezept schicken, weil meine Eltern haben kein Handy. Ich kann das dann an die Fort-Apotheke bei meinen Eltern schicken und die tun es dann same day nach Hause liefern. Und ich muss im Prinzip selber auch das Haus nicht verlassen. Also das ist auch nochmal so ein Thema. Diese Vernetzung, diese Digitalisierung hilft nicht nur mir selber, sondern auch, wie gesagt, in meinem persönlichen Umfeld, um andere natürlich auch besser unterstützen zu können. Mhm. Auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie es funktioniert, wenn man jetzt, wenn es Eltern, wie du jetzt gerade sagst, nicht digital angebunden sind. Ne? Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer beziehungsweise Unternehmerin haben? Genau, er sollte natürlich oder sie sollte natürlich ein Macher sein und einfach die Neugier haben, was Neues auszuprobieren. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften. Okay, sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit? Ja, also ich habe von Frank Schätzing Der Schwarm gelesen. Und da geht es natürlich auch um teilweise Science Fiction, aber das Ganze natürlich auch fundiert recherchiert, dass also Dinge, die er da in Science Fiction beschreibt, auch tatsächlich Realität werden können. Das war ja auch bei dem Tsunami, also in diesem Buch wird ja dieser Tsunami ja auch beschrieben. Mhm. Und ich habe mir das tatsächlich auch live angeguckt. Ich war dann auch tatsächlich in Phuket Jahre später, also 10 Jahre später nach diesem verheerenden Tsunami, habe mir das Ganze angeschaut und habe auch mit Betroffenen, quasi Überlebenden von der Insel gesprochen. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dass solche Dinge, die eigentlich für unmöglich schienen, dann doch passieren können. Und so ähnlich ist es auch mit der Corona-Welle sozusagen, die uns ja auch alle quasi ziemlich unvorbereitet getroffen hat. Und wir jetzt sozusagen dann die Lehren daraus ziehen müssen. Das heißt, Telemedizin, Vorsorge, dieses Thema Predictive sozusagen, wie jetzt dann bei den Tsunamis, dass da jetzt eben solche Tsunami-Warngeräte in den Meeren verteilt werden, dass eben sowas frühzeitiger passieren kann, um die Menschen vorzuwarnen. Und ich sage mal, das ist ja auch eine schöne Analogie zum Gesundheitswesen, einfach dieses Thema Predictive und lieber vorbeugen statt nachsorgen. Mhm. Sehr schön. Ja, tolles Buch, ich habe es auch schon gelesen. Und die letzte Frage, mit wem würdest du gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen? Gibt es da jemanden? Also wenn du könntest, wenn du... Genau. Ja, es gibt tatsächlich bei mir hier in der Nähe von Mannheim, im sogenannten SAP Valley in Waldorf-Wiesloch, gibt es eine tolle MVZ oder Gemeinschaftspraxis von 18 Ärzten an 5 Standorten. Und die Frau Dr. Bangert-Semp, viele liebe Grüße an der Stelle, ist für mich, wie gesagt, der Inbegriff einer innovativen Ärztin. Ich darf das sagen, das hat sie letztens auf Clubhouse gesagt, sie geht jetzt auf die 60 zu und ist wirklich eine absolute Macherin und sagt, sie beschäftigt sich nur mit Dingen, die funktionieren, auch drauf haben. Und das ganze Gejammer auch teilweise ihrer Kollegen kann sie nicht mehr hören, nach dem Motto, das geht alles nicht, ist ja alles kompliziert. Dann nimm die Lösungen, die da sind und die funktionieren und einfach so nach dem Motto, so einfach machen und nicht immer nur drüber reden. Und deswegen, also diese Frau, ich sag nach diesen Gesprächen, die ich mit ihr hatte, auch zum Thema Eriksa, haben mich so nachhaltig auch fasziniert, weil ich sage, hey, also alle sagen immer so, die älteren Ärzte haben keinen Bock auf Digitalisierung, aber sie ist absolut der Gegenbeweis. Und mit ihrem Charme, mit ihrer Begeisterung quasi steckt die alle um sich rum ran. Und die sagen, ja, wer nicht will, hat er Pech gehabt. Also ja, sehr schön. Sagt, jeder darf mit auf ihre Reise gehen und wer meint, muss sich hinsetzen und Kopf in den Sand stecken, dann ist es halt so. Sie kann nicht alle kräftig machen. Also, sehr schön. Tolle Frau. Ja, das ist doch toll. Dann wissen wir ja demnächst, wenn du mal nicht mehr hier bist und Eriksa machst, dass du in der Gemeinschaft mit der Ärztin aus deiner Region bist. Sehr schön. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Interview, die Einblicke in dein Leben und auch in die Entwicklung der elektronischen Patientenakte, hätte ich fast gesagt, des elektronischen Rezeptes und das, was da noch auf uns zukommt, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, das ist nicht nur spannend, sich damit auseinanderzusetzen, sondern absolut notwendig.
notwendig und sinnvoll, damit wir da auch in der Zukunft eine bessere Patientenversorgung gewährleisten können, flächendeckend. Wir machen alle Verlinkungen zu dir. Es gibt ja auch tolle Erklärfilme nochmal, wer das nochmal ein bisschen nachgucken will, zu dir in die Shownotes. Natürlich auch die unmittelbaren Kontaktdaten zu dir. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht nochmal Fragen hat, die ja vielleicht dann per Mail, wie auch immer, an euch, an dein Team auch wenden kann. Danke, dass du dabei warst heute. Für alle die auch zugehört haben, zugeschaut haben, denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube oder wo immer ihr uns auch seht und hört. Wünsche euch eine tolle neue Woche, bleibt unternehmerisch. Und ja, das Schlusswort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen über das Thema Digital Health zu sprechen. Mein Appell definitiv, alle, die zuhören, gerne vernetzen. Ich bin auf LinkedIn hauptsächlich aktiv, gefühlt 24/7. Also manchmal sind auch 3 Uhr morgens irgendwelche Posts wirklich von mir und von keinem Bot, sondern es bin wirklich ich, weil ich da wirklich für das Thema brenne. Und von daher gesagt, vernetzen, kooperieren und ja, Austausch ist ganz, ganz wichtig, weil nur so entsteht auch neues Wissen. Vielen Dank, bleibt gesund.